Mein Name ist Stefan Voss, ich bin Korrespondent der Deutschen Presseagentur in Berlin und ich kümmere mich seit 2 Jahren um die Verifikation. Naja, wir haben ganz, ganz viele Fälle. Ganz aktuell gehen wir der Sache unter anderem nach Behauptungen, dass nach dem Todesfall in Berlin an dem Fritz von Weizsäcker Behauptungen in sozialen Netzwerken sind, das sei ein Migrant, der das getan habe, etc. etc. und wo die Tat passiert sei. Also viele Falschbehauptungen und das klären wir und faktenchecken das dann auch. Naja, vor allen Dingen in sozialen Netzwerken natürlich. Also auf Facebook, auf Twitter, Instagram, da wird sehr viel verbreitet. Sehr viel läuft in geschlossenen WhatsApp-Gruppen. Das sehen wir immer, da kommen wir zwar nicht rein, aber da wird sehr, sehr viel verbreitet. Und wir gucken, dass wir da einfach ein bisschen, ich sag mal, aufräumen können, dass wir Fakes sehen und die dann eben widerlegen. Wobei, es geht nicht um Meinungsbehauptung, jeder kann das behaupten, was er möchte. Aber wenn jemand sagt, das ist hier in Oldenburg heute passiert und das Foto zeigt eigentlich ein Ereignis, das vor 3 Wochen in Krefeld gewesen ist, dann sorgen wir dafür Aufklärung. Also Fake News ist ein schwieriges Wort für uns, weil das eigentlich keine News, keine Nachrichten sind, sondern das sind Falschbehauptungen oder Desinformationen in den sozialen Netzwerken und manchmal auch Irrtümer. Also wir haben ein Team aus 5 bis 6 Leuten, die sich damit vorrangig beschäftigen. Warum sind die gefährlich? Ja, weil Leute das oft für bare Münze halten. In der Regel ist es so, dass Menschen sich über irgendwas ärgern, so eine Wut in sich spüren. Und wenn sie dann Sachen finden, die genauso ihre Empörung eigentlich bedienen, dann schaltet bei vielen das Hirn aus und sie sind sehr leicht bereit, das zu glauben. Und das führt dann zu Ärger, zu Wut, zu Verzweiflung und solchen Dingen. Und das wissen die Leute, die diese Fakes produzieren, ziemlich genau. Und das ist schon durchaus gefährlich, weil das Rationale, also die Vernunft, einfach ausgeschaltet wird. Ansonsten glaube ich, dass viele Leute auch sehr wohl genau hingucken können und sich ihre Gedanken machen und auch sehr viele Manipulationen auch erkennen können.